Am Samstag wurde es von 11 Uhr bis 19 Uhr auf dem Mainer Weihnachtsmarkt äußerst sportlich. Da hieß es Kräftemessen und die eigene Ausdauer testen bei der Biathlon auf Schalke-Tour. In Main ist man fit, das bewiesen die je 4 Teilnehmer pro Team bei diesem Jedermann-Biathlon-Event allemal. Möglich gemacht haben das Event die Sponsoren Intersport Krummholz und das Autohaus Nett. Biathlon ist natürlich eine außergewöhnliche Sportart, sehr zählt zu den härtesten Sportarten der Welt, soweit ich weiß. Dadurch, dass eine körperliche Fitness, körperliche Stärke da sein muss, von der Zehenspitze bis zu den Armen, zum Oberkörper und natürlich das Mentale, der Kopf, der spielt eine große Rolle mit durch dem Schießen. Man muss mental sehr stark sein. Jeder Teilnehmer hat 400 Meter im klassischen Skilanglauf auf dem Torx-Trainer, gefolgt von 5 Schüssen Stehenschießen zu absolvieren. Für jeden Fehlschuss wurden am Ende 15 Sekunden Zeitstrafe addiert. Viele Schaulustige und Fans der Teams konnten den magischen Moment des Biathlons, nämlich das Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung, erleben. Vorkenntnisse im Biathlon waren nicht erforderlich, sondern lediglich Neugier und Interesse an dieser Sportart waren gefragt. Etappensieger und Mainer-Finalist aus Schalke wurde Marvin Nett. Den ersten Platz der Biathlon-Staffel-Stadtmeisterschaft machten die Jungschützen St. Sebastianus. Den zweiten Platz belegte das Team vom Autohaus Nett und der dritte Platz ging an die MY-Gemeinschaft. Der erste Platz beim Eifelfinale belegte Andreas Braun, Jonas van Schelwe wurde Zweiter und Maximilian Maul wurde Dritter.